Moin Leute und willkommen zu einem kleinen Ankündigungsvideo. Bevor wir zum Video an sich kommen, möchte ich mich erstmal herzlich für 1000 Abonnenten bedanken. Ihr wisst Bescheid, das ist ein Kanal, den mache ich nur Spaß und Freude, um nicht hier irgendwie das fette YouTube-Money einzufahren oder den heftigsten Popularismus zu erreichen. Deswegen danke ich euch für 1000 Abonnenten. Ich hoffe, es wird so weitergehen wie bis jetzt. Was Abo-Special angeht, müssen wir noch schauen. Ich bin wieder gerade in den Uni-Vorbereitungen wegen Klausuren und so weiter. Ich habe zwar eine Idee, zum Beispiel sowas wie ein Schurkenturnier, aber sowas hängt halt immer sehr davon ab, wie viele Leute bereit sind mitzumachen, weil wenn ich keine Leute habe, um so ein Projekt zu stemmen, dann funktioniert auch sowas nicht. Es gibt zwei Ideen, die ich gerne machen wollen würde. Momentan fehlt mir aber die Zeit dafür und auch weiß ich nicht, ob das dann sich so durchsetzt. Ist das nur mal zum Abo-Special, es könnte irgendwas kommen, aber bitte geduldet euch da oder sagt mir in den Kommentaren, wie ihr es findet. Aber jetzt kommen wir endlich zum wirklichen Ankündigungsvideo und zwar so, wie ich es vor langer Zeit in einem Infovideo angekündigt habe und wie man es vielleicht aus dem Text herauslesen kann in dem Video, werden wir sozialer. Ich hatte es vor langer Zeit angekündigt, dass sobald wir einen gewissen Meilenstein erreichen, die 1000 Abonnenten, werden wir uns ein bisschen für die Community öffnen, was für mich ja an sich, auch wenn man es mir vielleicht nicht heraushört, ein ziemlicher Kraftakt ist, weil ich an sich bin eigentlich ein zurückhaltender und etwas schüchterner Typ. Deswegen ist es für mich ein sehr großer Schritt nach vorne, weil das für mich bedeutet, ein bisschen aus den Schatten zu treten, ein bisschen über seinen Schatten hinauszugehen und Dinge zu tun, die man normalerweise sonst nicht machen würde. Was bedeutet das? So wie ich es mal vor langer Zeit angekündigt habe und ich wiederhole es gerne, habe ich gesagt, dass ich gerne mit der Community mehr gemeinsam machen wollen würde. Sei es irgendwelche PvP-Dinger oder Raids oder Dungeons. Je nachdem, wie viele Leute wir halt zusammenkriegen, würde ich gerne so eine kleine Community aufmachen, in der ich gerne ein Teil dabei sein wollen würde und ihr vielleicht hoffentlich auch und dass wir dann vielleicht so eine kleine Gemeinschaft gründen und dann so im WoW uns gegenseitig helfen und Abenteuer erleben. Dazu habe ich zwei Gilden erstellt. Ich hatte überlegt, eine zu machen, so eine übergreifende, aber das fand ich dann doch irgendwie blöd, weil es gibt ja viele, die nur Horde spielen oder nur Allianz. Gibt auch nur Leute wie mich, die beide spielen. Deswegen habe ich zwei Gilden erstellt. Einmal für die Horde-Seite und einmal für die Allianz. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, aber ich denke mal, an sich macht das schon Sinn. Und zwar nennt sich die Gilde die Zauberklingen. Sowohl auf der Horden-Seite heißt die Gilde so, als auch auf der Allianz-Seite. Und da könnt ihr dann gerne reinkommen. Die Links, wie ihr da reinkommt, ist in der Videobeschreibung drin. Das heißt, wenn ihr irgendwie viele Horde-Chars habt und ihr würdet gerne in die Horde-Gilde, dann klickt ihr auf den Horden-Link. Wenn ihr nur Allianz-Spieler seid und gerne mehr mit der Allianz zu tun haben wollt, wo ich dann auch, glaube ich, mehr da sein werde als bei der Horde, aber ich gebe mir Mühe, das so ein bisschen im Balance zu halten, dann könnt ihr auf den Allianz-Link klicken und über die Allianz gehen. Ich hatte, wie gesagt, überlegt, ob ich ein übergreifendes Ding mache, aber da sind gewisse Sachen beschränkt, zum Beispiel direkte Gruppeneinladungen und solche Sachen. Das kannst du ja nicht machen, wenn es so ein serverübergreifende Gilde ist. Deswegen habe ich gedacht, ist das mit die beste Lösung. Wie gesagt, die Beschreibung, wie ihr dort reinkommt, ist in der Videobeschreibung. Das heißt, einfach nur draufklicken, ich denke mal irgendwas ausfüllen und dann ist man schon quasi drin. Und zum Zweiten habe ich mir jetzt auch, wie ich es erwähnt hatte, Twitter eingerichtet. Ich bin, glaube ich, von meinem ganzen Kreis, den ich kenne, mit einer der letzten und ziemlich oldschoolig, muss man sagen. Wenn man bedenkt, dass so viele Leute schon Twitter haben und ich Leuten auf Twitter folge oder gucke, was sie so posten, obwohl ich selber keinen Twitter habe, ist ja schon sehr komisch. Deswegen habe ich mir jetzt auch selber Twitter eingelegt. Ist für mich immer so eine Sache, weil ich habe zum Beispiel auch Instagram, aber privates Instagram, aber benutze es halt nicht so selten. Ich muss mich so ein bisschen darauf einstellen, so ein bisschen in Gewohnheit kommen, dass ich auch mal dazu komme, mal auf Insta zu gehen und welche Stories zu posten oder Bilder hochzuladen. Ich versuche das auf Twitter genauso zu machen. Das heißt, dass wir nicht einfach nur einen Account erstellen und alle paar Monate was posten, sondern ich bemühe mich und ich denke mal, das braucht einfach nur seine Zeit, damit das so ein bisschen anrollt und dass man so das in seinen alltäglichen Leben integriert, dass wir dann auch viel anfangen werden zu posten, sei es Videos, vielleicht irgendwelche Sachen, Schnickschnacks, die ich gerade mache. Und ja, wenn ihr mir auf Twitter folgen wollt, auch in der Videobeschreibung drinne. Das ist jetzt eigentlich alles, was ich so sagen wollte. Ich danke nochmal für 1000 Abonnenten. Wie gesagt, wenn ihr in die Gilde rein wollt, sei es Allianz oder Horde, auf den entsprechenden Link klicken und wer mir halt folgen will für die Zukunft, kann es gerne über Twitter machen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann in meinen anderen Projekten wieder. Bis dahin. See ya, Leute.